Gut, und auch herzlich willkommen zum Aufnahmetest mit der Wii. Ich habe hier für das Spiel Sengoku Basara Samurai Heroes ausgewählt, das auch, ich glaube, zeitgleich auf der PS3 veröffentlicht wurde. Ich habe es mir für die Wii geholt, wie auch zwei weitere meiner Freunde. Und Sengoku Basara ist ein Hack-and-Slay-Spiel im Stil von Dynasty Warriors. Bloß ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen übertriebener. Ich hoffe, ihr werdet auch gleich sehen, warum. Schnelle Schlacht. Ich werde dafür am besten mal, welches am betriebensten. Ich werde dafür mal Masamune Date auswählen. Stufe 50. Ja, ich habe das Spiel bei Kumpels mehr gespielt als bei mir selber. Auf normal. Schwer dürfte eigentlich auch kein Problem sein, aber man muss ja nicht übertreiben. Ich habe es jetzt ewig nicht mehr angefasst, meine Kumpels auch nicht, da wir es damals gesuchtet haben, bis zum geht nicht mehr. Moment. Erstmal kurz die Ausrüstung checken. Waffe. Ja, das dürfte ausreichen. Die Verteidigung ist in diesem Spiel übrigens nicht sonderlich wichtig, wie ich mal kurz erwähnen möchte. Gut. Nein, ich will jetzt nicht Gemüse. Wer ist eine schöne. Genau, kämpfen wir mal. Das war nämlich die erste Map, die mir damals gezeigt wurde. Kämpfen wir mal gegen den Baummann. Einer der Charaktere, die er nicht selber spielen kann, die aber im Spiel enthalten sind. Als Endbosse, der sehr, sehr interessant gemacht ist. Also, genau, wir haben hier unsere Map. Wir haben ein paar. Wir haben Aufgaben, die wir erfüllen müssen, es gibt Geschütztürme, die wir zerstören müssten oder am besten sollten, da sie uns doch etwas stressen können. Bevor wir starten, würde ich gerne die Ruhe genießen. Genau. Wie wir sehen, wir können halt nochmal angreifen. Wir haben Spezialattacken. Wir haben stärkere Spezialattacken. Genau, und ich habe mich ja am besten gleich um die Bogenschützen kümmern. So, genau, Brücke, die zur Burg gegeben wird, wird von vier Lagern kontrolliert. Besetzt sie alle und gelangt zur Burg, genau. Wie ich gerade sage, ich muss hier diese schönen kleinen Türme zerstören. Genau, jeder Charakter hat ein paar bestimmte Spezialattacken, die über Kombos aufgerufen werden können. In Masamune Dates Fall benutzt er seine 6 Schwerter. Ja, wohlgemerkt 6 Schwerter, die er auch zeitgleich ziehen kann. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie diese schöne Kombo zustande kam. Ah, genau, das war schon mal eine der Kombos. So habe ich schon mal 3 von den Schwertern. Jedes Mal hat 3 Schwerter, das liegt allerdings an meiner Ausrüstung, hat 3 Klingen. Was ich denn sehr, sehr lustig finde, da werden aus 6 dann nämlich schon mal 18 Klingen. Hier ist schon mal ein Angriff. Hier ist noch ein Angriff. Ach, das war der, genau. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man rennen konnte, was mich gerade ein bisschen nervt. Ach stimmt, ich hatte ja seine schöne Technik noch nicht. Das heißt, ich habe bloß einen sehr, sehr stark aufgeladenen Schlag und nicht die berühmt-berüchtigten Six Claws. Die schaltet man nämlich erst auf dem höheren Level frei, was tatsächlich etwas schade ist. Und bevor ich hier weiter labere, werde ich mich jetzt erstmal kurz um die hier vorhandenen Gegner kümmern. Genau. Und dann werde ich mich mal hier rüber katapultieren. Ah, genau, so kann man drin. Genau, wie man sieht, man räumt ja nicht alleine auf, man hat ein paar Gefolgsleute, aber so wirklich brauchen tut man sie in den seltensten Fällen. Es ist geprägt von Explosionen, großen, mächtigen Attacken, schnellen Charakteren.
Allerdings gibt es auch ein paar Gegner, die ordentlich reinzumachen können. Vor allem die Endbosse sind teilweise eine ziemliche Herausforderung. Dieser, den ich ausgewählt habe, jetzt nicht unbedingt zwingend, aber durchaus die anderen. Genau. Jede Gruppe hat einen Gruppenführer. Die Truppenführer müssen eigentlich zerstört werden, damit die Truppe quasi... dann ist die Truppe quasi keine Gefahr mehr. Und wie ich hier sehe, haben wir gerade eine Goldeinheit, die einem ein bisschen extra Kohle gibt. Die Kohle braucht man, um sich neue Items zu machen, neue Waffen zu kaufen. Waffen schaltet man frei, aber man kann Verstärkungen kaufen bzw. herstellen mit Hilfe von Materialien und Geld, die einem helfen, stärker zu werden. Ich habe zum Beispiel mit ihm hier jetzt nur Waffen, also nur Angriffsverstärkung ausgewählt. Was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders liegt, aber bei diesem Charakter bietet es sich einfach an. Er ist schnell, er braucht nicht abwehren, er greift rundherum an. Man sieht, er ist unglaublich. Er hat eine unglaubliche Trefferfläche für die kurzen Schwerter. Es gibt auch andere Charaktere. Es gibt zum Beispiel Kentaro Fuma, der pervers schnell ist, aber ziemlich kleine Angriffsfläche hat. Und da ist durch etwas schwieriger. Vor allem hält der wirklich denn überhaupt nichts aus. Was dann so ein kleines Problem sein könnte. Jetzt übrigens mal kurz Kontrolleinstellungen. Angriffe. Genau. Nullpunkt. Drachenschlag, Kreuzschlag. Griff. Azursturm. Genau. Aber wie war meine Ulti? Weil das habe ich jetzt nämlich wirklich vergessen. Blocken, welche Kamera? Ja, ich möchte zurück. Okay, dann werde ich das wohl so herausfinden müssen. Ah, hier habe ich jetzt wieder einen kleinen Gang freigeschalten. Nee, half closed. I will get it back. Do you now see how hard it is to guard and protect? Ah, okay. Durch Schütteln der Remote setzt man seine ultimative Attacke frei, die bei manchen Charakteren jetzt nicht so wichtig ist. Aber bei ihm hat er hier den Nacht, hat sie hier den absolut super Vorteil, dass ich danach meine Six Claws erstmal aktiviert habe. Wodurch sagen wir mal, ganz unmerklich stärker wird. Genau, hier haben wir wieder ein kleines Katapult, das wir gleich mal nutzen werden, um ein wenig schneller voranzukommen. Ich werde allerdings noch mal ein kleines Stück zurücklaufen müssen, denn es gibt Bonuserfahrung dafür, dass man bestimmte Aufgaben erfüllt. Wie gesagt, die sind meistens versteckt. Hier in dem Fall ist es, glaube ich, alle gegnerischen Geschütztürme einnehmen. Das heißt auch den dort oben, der nicht mit einem, die beiden, die nicht mit einem X markiert sind, zählen genauso dazu. Es gibt auch Pferde in dem Spiel und jeder Charakter hat so ein bisschen seinen eigenen Reizstil. Er hier ist in dem Falle ein bisschen halt arrogant, fest die Züge nicht an. In der Anime-Serie dazu ist es sehr lustig, dazu gedreht wurde, die noch übertriebener ist als das Spiel selber. Und sich der Zeichenstil teilweise auch verändert, einfach bloß, um darstellen zu können, wie heftig die Charaktere sind. Hat er sich verchromte Riegel an sein Pferd gebastelt, was ich unglaublich lustig fand, weil er wirklich da saß und das war wie eine Chopper aufgebaut, also wie so ein prolliges Ami-Motorrad. Und er ist damit durch den Wald geheizt. Es kam wirklich einfach nur cool rüber. Generell ist er hier in dem Spiel sehr, sehr witzig gestellt. Masamune Date war, ist ja einer der Leute der Punch-Geschichte, die wirklich beliebt sind. Ein großer Kriegsherr, der gefürchtet war. Allerdings letzten Endes, wenn ich mich gerade nicht täusche, dann Tokugawa unterlag und hat er sich ihm dann angeschlossen. Eins von beiden war es letzten Endes. Die japanische Geschichte ist ja ein bisschen schwierig, sagen wir mal, da sehr viele Dokumente aus den jeweiligen Zeiten bestehen und man nicht genau weiß, welche nun wahr sind und welche nicht.
Zumindest ist das, was ich letzten Endes so bisher verstanden habe. Falls sich da jemand besser auskennt, belehrt mich ruhig, ich habe damit kein Problem. Gut, und ich sehe gerade, die Aufnahmezeit ist jetzt schon etwas höher, erheblich höher als bei den anderen beiden Videos. Das liegt allerdings auch im Spielstil. Vor allem sollte ich hier nicht unbedingt in Wände laufen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich mich auf Cliffs Aussage verlassen kann, dass wir jetzt über 15 Minuten aufnehmen können. Und werde das hier jetzt etwas beschleunigen. Genau. Ah, jetzt erinnere ich mich auch, was das für eine Attacke war. Nullpunkt. Nullpunkt ist letztendlich wahrscheinlich die Attacke, die am meisten Schaden machen kann. Allerdings muss man sie richtig timen und in der Zeit kann einen der Gegner angreifen. Das ist total ungünstig. Stimmt. Und ich habe ja noch meinen speziellen Heldenmodus, den ich noch nicht aktiviert habe, was ich mir allerdings für den Endboss aufbewahren werde. Man sieht diese grüne Leiste um den Charakter herum. Das ist nochmal eine spezielle Verstärkung, die den Gegnern eine Art Zeitlupe versetzt. Also, als ob man nicht schon stark genug wäre, nein, man muss auch noch so etwas einbauen. Genau, man hat gerade meine Leute gehört. Meine Leute sind hier natürlich sehr zugewandt. Die wurden auch so ein bisschen so als Biker-Gang dargestellt, was ich auch sehr schön gemacht fand. Ein bisschen wie die Dead-Enders in Shaman King, falls das einem noch ein Begriff sein sollte. Diese Truppe am Anfang so ein bisschen Kleinkriminelle, wirklich sympathisch und lustig dargestellt. Gut, dann werde ich mich jetzt mal um die letzte Festung kümmern und hoffe mal, dass das hier nicht mehr allzu lange dauert. Genau. Man kann natürlich nicht runterlaufen. Nein, man muss springen. Das geht nicht anders. Und ich kann feststellen, das ist natürlich der, den wir jetzt schon eingenommen hatten. Aber ich habe nicht aufgepasst, wir haben die Truppenführer am Leben gelassen. Und die Truppenführer halten ihre Leute dazu an, diese Festung einzunehmen. Sonderbelohnung erhalten. Genau. Es gibt Charaktere, mit denen kann man unglaublich gut Kombos aufbauen, wodurch man dann natürlich mehr Erfahrung erhält. Das habe ich hier jedenfalls nicht gemacht. Ich bin jetzt einfach mal straight drauf los. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches dieser mega heftige Kombo-Charakter war, mit dem ich mit meinem Kumpel dann gespielt hatte. Und wir denen beide genommen haben, was doch ein bisschen übel geendet hat für die Gegner. Also wir haben quasi durchweg immer und immer nur angegriffen. Okay, geht ganz lang. Okay, hier komme ich aber nicht durch, genau. Dann gehe ich da vorne über das Katapult. Die andere Seite. Minuten, dann hoffe ich mal, dass ich das Video nicht schneiden muss. Ich werde es dann einfach mal ausprobieren mit dem längeren Video, ob das auch so ausreicht. Ich kümmere mich hier jetzt nicht um jeden kleinen Futzel, weil das bringt eh nicht viel. So unglaublich gut ist die Erfahrung, die man dadurch erhält, dann auch nicht, also als dass es sich lohnen würde. Und wir haben natürlich, da wir nicht aufgepasst haben, mussten wir natürlich den langen Weg gehen und konnten dann nicht nochmal hochspringen. Weil runterspringen ist eigentlich nie ein Problem. Hoch ist mehr so diese kleine Sache. Ach ja, ich erinnere mich gerade dunkel, was das war. Genau, und ihr geht mir jetzt am besten einfach alle aus dem Weg, ihr kleinen nervigen Bogenschützen, dann habt ihr kein Problem. Denn ich glaube, wenn ihr ein Problem mit mir habt, würde es euch unglaublich wehtun. Egal, ob ihr Brandpfeil benutzt oder nicht. Man sieht, also ich laufe hier wirklich mit fast vollen KP rum, voller Spezialleiste. Das ist eigentlich Standard auf dieser Map vor allem, da sie dann doch etwas leichter ist. Und hier kommen wir zum Endboss.
is my friend. It is my family. The forest is everything. Damit haben wir den zweitkurilsten Charakter im ganzen Spiel schon gesehen, nämlich, wie wir ihn einfach bloß nennen, Baummann. Genau, jetzt habe ich mir mal meinen Heldenmodus angeschaltet, um gleich in meine Spezialattacken überzugehen, die von meinem Gefährten, den ich am Anfang wählen konnte, nämlich meinem getreuen ersten Gehilfen, meinem zweiten Auge, wie es auch so schön genannt wird, einen kleinen Bonus haben. Und da ist es schon erledigt. Wie gesagt, Yoritsuna ist nicht unbedingt die große Herausforderung, aber schön inszeniert, vor allem die Baumattacken, die ich jetzt leider nicht so großartig zeigen konnte. Und da haben wir es auch beendet. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Spiel geben. Ich würde euch auch empfehlen, es mal zu spielen, wenn ihr auf Hack and Slay steht, da es auch noch total schöne Charaktere gibt. Also es ist ein relativ kleines Kader, aber die Charaktere sind alle sehr, sehr durchgeknallt. Und was mir halt versucht, dadurch mehr Spaß macht.